Sie ist die südlichste Kirche im Bistum Passau. Und wer sie besuchen will, muss erst einmal an ihm vorbei. Der heilige Rupert mit seinem Salzfässchen zeigt bis heute an, dass all das hier einst zum Bistum Salzburg gehörte. Der gesamte Heiligkreuzberg mit der nach ihm benannten Kirche auf dem Gipfel. Heiligkreuz-Auffindung. Hinter der grauen Fassade warten viele Überraschungen, verspricht Pfarrer Michael Witti. Beginnt schon bei der Tür, die original erhalten ist, das Eingangsportal mit den alten Beschlägen, mit den alten Schlössern, die bis heute funktionieren. Und dann geht man herein in einen Raum, der den unmittelbar gefangen nimmt. Und da sagt man zuerst einmal gar nichts. Man steht da, man schaut, man staunt. Staunen muss man auch angesichts der freigelegten Fresken. Die Bilder wurden zweimal restauriert. Wie stark die Farben auch heute noch leuchten, ist außergewöhnlich. Gemalt wurden sie schließlich vor mehr als 500 Jahren. Über Jahrhunderte haben Menschen hier Spuren hinterlassen und ihre Heiligkreuzkirche gestaltet. So erklärt sich die spannende Kombination von uralten und neuen Elementen. Der große Christus zum Beispiel hing früher an einem dunklen Holzkreuz, das mächtig und schwer von der Decke in der Mitte baumelte. Es wurde bewusst auf ein Glaskreuz montiert und das frühere Holzkreuz wurde nur noch in der Farbe angedeutet. Und es ist hier einfach sehr schön gelungen, man hat die Farben, die Ockertöne aus den mittelalterlichen Fresken aufgegriffen und führt sie hier weiter in eine wunderschöne, ja, positive theologische Aussage hinein. Ostern, Leben, niemals hat das Leid, niemals hat das Kreuz das letzte Wort in der Welt. Besonders stolz ist man in Heiligkreuz natürlich hierauf. In der Monstranz wird ein kleines Stück Holz aufbewahrt, ein Teil des Kreuzes aus Jerusalem, an dem Jesus gestorben ist. Die Reliquie wurde während der Barockzeit angeschafft. Auf der anderen Seite des Langhauses findet man das wohl wertvollste Ausstattungsstück, ein Vesperbild des Meisters von Sion. Ein unendlich ausdrucksstarkes Werk. Christus im ganzen Leiden, erlöster, schlaffe Körper auf dem Schoß seiner Mutter, die einerseits trauernd, aber gleichzeitig mit einer ganz tiefen Hoffnung, die weiter sieht, hier dargestellt wurde. Eines, wie gesagt, der größten Werke der ganzen Region, die wir hier haben. Bei all diesen Highlights vergisst man fast, dass die Decke über uns ja auch noch ein Kunstwerk in sich ist. Eine Dorfkirche mit gleich zwei Kirchenschiffen ist schon was Besonderes. Es ist hier natürlich ein sehr feines Kreuzrippengewölbe der späten Gotik, gerade im Langhaus. Man hat wirklich die Rippen mit, ja, Bögen, die man in Holz gebaut hat, oben aufgebaut. Der Schlussstein hat die Stabilität gegeben und das zwischendurch dann aufgemauert. Also eigentlich bis heute eine Handwerkskunst, die ja, ja, beachtlich ist. Jeder Schlussstein ist bemalt. Hier zum Beispiel das alte Wappen von Heiligkreuz. Diese Kreuztafeln sind nicht nur Deko. Die hier gegründete Heiligkreuzbruderschaft ist noch immer lebendig. Anschauen kann man sich all das übrigens, wann immer man will. Die Pfarrkirche Heiligkreuz-Auffindung steht jeden Tag offen. Der Weg zur südlichsten Kirche im Bistum Passau lohnt sich. Wegen ihrer lebendigen und spannenden Geschichte und natürlich fürs Auge, wie man sieht.